Ach, da ist die Zielperson. Hör uns, da können wir es ja ganz easy machen auf offene Konfrontation. Na komm. Kommt sie raus? Kommt die jetzt raus? Ja, also das wäre jetzt einfach Baba. Wenn die jetzt auch auf Ehre hier jetzt rauskommen würde. Na komm. Na komm schon. Ich hab keinen Dietrich. Na komm, Royce. Ich weiß doch, dass du hier rauskommen möchtest. Du musst ja auch die Gegend abchecken. Oder? Ja, boah. Royce, komm raus. Royce, na komm schon. Ey, sie möchte einfach nicht rauskommen. Na komm schon. Royce, komm jetzt raus da. Ey, die will einfach nicht rauskommen. Okay, halt nicht. Ja, aber nicht, dass wenn ich mich... Da ist ein Brecheisen. Warum konnte ich das Brecheisen übersehen? Natürlich benutzen wir das Brecheisen hier hinten. Hell? Loot? Ja, Mann, Bruder, ich war einfach zu blind. Ich weiß gar nicht, wenn wir irgendwelche Sachen gegen das Ding werfen, ob es dann auch zerstört wird. So, öffnen wir es. Okay, gut. Unbefugtes Gelände. Hey, die hat es hier richtig. Richtige Business Class hier aufgebaut. Herr Dell. Hier ist es hier. Objekt verbergen. Haben wir eigentlich bisher noch gar nichts. Alter, die hat hier richtig die Untergrundbase. Holy shit. Okay. Okay, wir sind hier anscheinend in irgendeinem Serverraum. Befestigung lockern. Fehlt. Ach, dann können wir hier durch Lüftungsschächte. Wir haben doch hier. Hä, mit was sollen wir das denn auflockern, der? Hä? You can use your camera to hack that panel. Ah. Ja, sehe ich doch einer an, Jungs. Wenn die Olivia uns hier nicht weiterhelfen würde, dann würde ich hier die ganze Zeit noch hier drin rumsacken. So, okay. Jetzt sind wir hier. Das hier können wir anscheinend auch hacken. Wir können hier halt keinen ausschalten, weil hier niemand von denen allein unterwegs ist. Ist das? Okay. Ich würde gerne mal hier unten in den Lüftungsschächten rumlaufen, aber es fehlt einfach ein Schraubenschlüssel. Den haben wir leider nicht. Gibt es sonst noch irgendwie weiter? Hey, was ist denn das hier, Mann? There's no way you're getting through that door 47. It only opens for people with an authentic security clearance. The signal is encrypted. Without a dongle, we can't hack it. Okay, wir können das nicht hacken. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Gut, ich würde mich ja filzen lassen, aber wir müssen hier dann doch jetzt dann ein ausschalten oder uns hier irgendwie durchschleichen, ohne gesehen zu werden. Oh, oha, wir haben es sogar geschafft. Ja, moin. Ja gut, ich würde sagen, ist da oben noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. So, jetzt sollten wir natürlich hoffen, dass niemand hier den Aufzug rufen wird. Können wir hier? Irgendwie? Ach, hier können wir hochklettern. Nicht runter. Wir wollen aber nicht hoch. Ja, wohl. Hängen? Klettern? Nein, wir wollen ja hochklettern. Höher geht nicht. Okay. Gut, dann bleiben wir halt hier. Zack. Rüber. 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 Jawohl, ja. Rüber. Erklimmen. So, und Rinder. Das heißt nicht, wo wir hier rauskommen. Ich
Nochmal, dass der Raum hier safe ist. Okay, ja, können wir jetzt einfach irgendwas aufmachen. Wo sind wir hier? Okay, sind wir hier auf dem Dach. Das ist auch nur nochmal Sicherheitspersonal. Okay, dann hat uns das... Oh, wir können den Schraubenschlüssel nehmen. Oh, Bruder, jetzt können wir hier in die Lüftungsschächte rein. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt versuchen, uns da wieder zurückzuschleichen und in den Lüftungsschacht zu kommen. So, rutschen wir hier runter. Hoch. Ja, Freunde, aber so langsam läuft's. Dürfen halt nur nicht entdeckt werden. Kommen wir hier durch. Theoretisch, ja. So, die Kamera war ausgeschaltet. Hier können wir nicht rein, oder? Weil wir keine Zugangsdaten haben. Hier ist unser Funk. Ja. Wir haben keinen Access. Okay, das heißt, ich würde eigentlich versuchen, da wieder zurück und irgendwie hinzuschleichen. Dass wir da hinten wieder durchkommen. Oh Mist. Wir kommen da nicht mehr rein, verdammt. Verdammt. Mist. Wir kommen da nicht mehr zurück. Ah, verdammt, ich war doch extra. Okay. Dass wir hier irgendwie durchkommen. Ohne gesehen zu werden. Oh, verdammt. Okay, der hat anscheinend nicht gesehen, wie wir seine Kollegin hier umgebracht haben. Ja, wäre halt der Mann gekommen, hätten wir uns hier als Krankenschwester verkleiden können. Aber den können wir doch ausschalten. Na, Bruder? Gute Nacht. So, den können wir doch hier jetzt bestimmt irgendwie auf dem Klo verstecken oder so. Oder? Gut, haben hier jetzt auch keine Schränke oder so. Das hier können wir ablegen. So, jetzt sind wir einfach als normaler Koch oder Nurse unterwegs. Ich glaube, als Krankenschwester oder Krankenbruder. Naja, gut. Scan complete. Thank you for your patience. Perfect score on all parameters. You're very fit for. Ah, danke schön. Okay, ich hatte gerade eher Angst, dass die uns hier entdecken. Oh, Bruder. So will ich den Hitman auch sehen. Wir haben aber immer noch keinen Access. Verdammt, das heißt, wir kommen hier auch nicht rein, oder? Ja, wo kriegen wir denn so eine Access-Karte her? Vielleicht von der Frau da vorne an der Rezeption, die das Teil da bedient, oder? Ah, aber das hier können wir hacken. Die Lüftungsgitter. Naja. Ah, hier, Stufe 1 Zugang. Hier ist halt nur die Frage, ob das hier ein Stufe 1 Zugang ist oder ob wir dafür einen höheren Zugang brauchen. Nee, Stufe 1. Perfekt. Hä? Hä? What the hell? Hä? Nein! Ach so, Heiliger. Oh, der wirft hier einfach Nades rein, der wirft den Nade rein! Flashbang! Alter! What the hell? Oh, Mann. Nein! Ah, verdammt! Hä? Ach Mist, wir haben gar nicht abgespeichert, dass sie automatisch abgespeichert.
Ich hoffe mal, dass wir hier jetzt irgendwie weiterkommen. Aber das ist echt nervig. Ja, aber für was kriegen wir denn den Stufe 1 Access, wenn wir dann da gar nicht durchgehen können? Okay, ja, hier können wir uns eigentlich theoretisch wieder durchschlagen. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Ah. Okay, das schmerzt natürlich. Wir sind am Anfang so clean durchgekommen und jetzt scheitert es daran. Gut, theoretisch müssten wir auf die Royce eigentlich nur am Eingang da hinten warten. Aber theoretisch brauchen wir eigentlich nur diese Zugangskarte hier. Damit wir da hinten auch weitermachen können. Woher wir ja gekommen sind. So. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns ja trotzdem noch verkleiden. Denn mit dieser Security-Rolle kommen wir hier ja nicht weiter. Access granted. Perfekt. So, da unten läuft auch schon unser Ziel. Okay, Tier 1, was ist das für ein Tier 2 oder was? Oder ein Tier 3er? Ah, okay, auf jeden Fall brauchen wir die nächste Schlüsselkarte. Können wir das da hinten hacken? Nein. Ich würde. Jetzt habe ich halt auch den Schraubenschlüssel nicht mitgenommen, ne? Ich würde die ja gern vergiften, aber wir haben kein Gift da. So, was ist das hier? Klimaanlage. Okay, ich sag, verstanden, wir sind jetzt hier auf dem Klo. Was ist das? Oh, Rattengift. Ah, die geht. Ach, warum denn die Damen? Warum nicht ein Typ? Zack. So, ich werde natürlich niemanden vermissen, Alter. Wo war der Schrank? Ah, hier hinten. Zack, bye bye, schlaf gut. So. Jetzt haben wir nur noch einen da drin. So, hier können wir ja das Rattengift reinmischen in das Lüftungssystem. Das heißt, der Tipp müsste da jetzt auch nicht vergast werden. Oh, da ist noch einer. Das ist bestimmt ein schlimmer Tod. Ich stelle einfach wegen dem Rattengift. Oder? Nicht? Komisch. Ich hoffe, das Rattengift kommt da jetzt nicht raus. Nein, ich müsste ja dran krepieren. Gut, ob man dadurch stirbt, wenn es durch die Luft übertragen wird. Hey, der Tipp will einfach nicht abkratzen, der Fuck. Ja, da vorne läuft die auch schon wieder. Ich würde jetzt hier echt gern durch so einen Lüftungsschacht gehen. Hey, das Ding ist, ich kann die beiden auch nicht ausschalten. Der möchte ja auch nicht tot umfallen. Den einzigen, den ich theoretisch ausschalten müsste, wäre der. Dann der.
So. Was? Nein! Nein! Oh, holy shit. Alter, der läuft aber ins Nebenzimmer rein. Nein! Okay, wir sollten das hier neu laden. So, das hat ja gerade ein Autosave gemacht. So, Rainer, auf ein neues. Ich habe da jetzt keinen Bock, mich hier durchzuballern. Hey, aber warum ist denn der nicht am Rattengift gestorben, the fuck? Okay, gut, dann müssen wir anscheinend als erstes ihn da drin umbringen. Dann ihn hier. So. Nein, 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 nein! Jetzt ist es er. Ach, Mann. Da ist die Zielperson. Nein. Töten. Wir haben sie. Just give me a second. And I'm in. You can now access the system. Okay, wir können in den Kern rein. Jetzt sollten wir laufen. Laufen, laufen, laufen. So, wir sollten jetzt hier nicht reinkommen. Laut Olivia. Ich weiß ja nicht. Falsches Handy. Hier. Ah, die hat das verarscht, Mann. Fuck. Die hat gesagt, wir haben jetzt Access. Ich dachte, ich kann da auch reingehen. Okay. Gut. Machen wir es halt auf die altmodische Art. Wo ist die Kamera? Okay, vielleicht. So, die hat doch bestimmt einen Access, oder? Genau. Den haben wir gebraucht. So, ja gut, die können das da gerne sehen. Ah, verdammt, da hinten ist jetzt auch Wachpersonal. Okay, läuft da weiter. So, wir können uns natürlich als er hier verkleiden, damit wir auch durchkommen. Zack. Los, Rainer. So, mit unserem Access sollten wir da jetzt auch reingehen können. Hier. Zack, in den Kern. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch die Daten holen und dann hier Jalla Jeppa raus. Am besten abhauen. So. Dann gebt uns die da. Ich kann den Datenkern nicht hacken. Hä? Ich kann das Ding nicht hacken. Muss ich das hier mit meinem Phone hacken? Hä? Vielleicht weil die uns suchen? Ich weiß es ja nicht. Suchen Daten. Good, you're alone. I'm sealing the room and dimming the windows 47. No need to worry about intruders. Ah, perfekt. Okay, wir hätten einfach nur warten müssen. So, dann verwenden wir mal das Terminal, Freunde. Und schließen die Mission hier ab. Hoffe ich zumindest. Mal schauen, ob wir dieses Mal unsere Zielperson finden können. Das sieht aber barbarenmäßig aus. It's all here. Clients, operatives, every hit the ICA ever sanctioned. Enough to shut them down for good. But first you need to locate all files referencing Diana and yourself. Okay, wir können ja weitersuchen. So, wen suchen wir denn? Searching. Okay, Elanas Profil. Sierra, Robert, John. Alle, die wir bisher umgelegt hatten. Ah, das ist eine Menge. Da ist er, oder? Victor. What did it feel like? Taking lives. Random. Disorder. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare.
Perhaps I see possibility where others see limitation. I choose him. The two of you go way back. I didn't realize that you... I don't know. I get why you want to protect her. So, wipe all the data referring to the two of you from their system before we publish the rest. Als hätte er es uns niemals gegeben. Okay, good. I've set up a link to an information non-profit site. When you press that button, it's up there and the whole world will know. There's no undo 47. This will shut the ICA down for good. You really okay with this? It's who you've been for so long. Natürlich, lernen wir so. I'll just return things to normal. No need to alert them we were here prematurely. Oh, verdammt. I missed that. We're blown 47. I can hold the doors for a little while. Use the fence to get out. Go, now. This is bad. That means they'll shoot on sight. I'm gonna create some havoc, 47. Make the core melt down. Maybe we'll divert their attention a bit. Verdammt, und wir haben natürlich... Nein, wir haben natürlich kein... Verdammt, wie kommen wir hier raus? Ah, wir haben natürlich kein... Wir haben natürlich den Schlüssel nicht mitgenommen. Den Schraubenschlüssel, ach du Heiliger. Da unten. Okay, schnell, 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 schnell. Schnell raus hier, raus hier, raus hier. Bevor es zu spät ist. Ja, aber das sieht schon geil aus. Okay. Okay, ich glaube, da kommen wir nicht lang. Wir müssen hier weiter. Wir müssen hier raus. Damit dann können wir es natürlich nicht aufnehmen. Auch wenn wir der sagenumwobene Agent 47 sind. Hier kommen wir raus. Diesmal nehmen wir den mit. Breach Protocol initiated. Wir müssen da rein. So. Das hatte ich als so eine verkleiden. Ah, verdammt. Okay, wir müssen uns hier rausschießen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Bam. Warum ist denn der Ausgang hier versperrt? Haben wir keinen Sicherheitszugang? Okay, schnell hacken. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, wir haben es gerade noch so rausgeschafft. Wow, Freunde. Aber da hat man hier manchmal auch so harten Druck, dass man manchmal auch gar nicht weiß, was man hier sagen soll, weil es einfach zu krass hier abläuft. Holy shit. Seine einzige Schwäche. You win. So, what happens now? The ball's in your court, Miss Burnwood. I do have other candidates, you know. Most of whom have never tied me to a chair. You've seen the news. That was 47 acting on his own. He is untethered. He is unstoppable. And he cannot be bargained with. He will find you, Mr. Edwards. And I'm the only chance you've got. I'm listening. 47 has one weakness. Me. Sie verrät uns anscheinend. Traurig, traurig.
So, Freunde, dann geht's auch schon in der nächsten Folge weiter mit der Abschied. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine wunderbare Zeit und möge Hitman mit euch sein. Bleibt dabei beim spannenden Finale, beim dramatischen Finale von Hitman 3.